willkommen zu unserer Adventsandacht. Ida Schopf und ich, Andrea Braner, wir stehen hier im Gesundbrunnen in Hofgeismar. Hinter uns seht ihr den Gesundbrunnen-Tempel und dort an der Seite das evangelische Studienseminar mit der Arbeitsstelle Kirche mit Kindern und Familien. Wir freuen uns sehr, dass ihr dabei seid und begrüßen euch herzlich. Ida, bist du bereit? Kannst du die anderen Kinder jetzt dazu einladen? Ja, klar. Mach die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, sodass der König der Ehre einziehe. Wer ist der König der Ehre? Es ist der Herr, mächtig und stark. Der mächtig im Streit. Mach die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, sodass der König der Ehre einziehe. Wer ist der König der Ehre? Er ist der Herr Zebaoth, er ist der König der Ehre. Das mit dem Türe öffnen ist in diesem Advent gar nicht einfach. Ich kann ja nicht die Türen öffnen und hinauslaufen, um mich mit Freunden zu verabreden. Ich kann die Türen auch nicht öffnen und Verwandtschaft hineinbitten, jedenfalls nicht die große Familie, um gemeinsam Advent und Weihnachten zu feiern. Aber die Kinder haben uns Ideen mitgebracht, wie es trotzdem gehen kann mit dem Türe öffnen. Wir können Lichter vor unserer Haustür und hinter den Fenstern stellen. Wer vorbeigeht, freut sich daran. Hier, in meinem Häuschen, kann eine Kerze leuchten. Wir können die Fenster öffnen und laut singen oder flöten oder trompeten. Und wir können die Türen an unseren Adventskalender öffnen. Wir können unseren Nachbarn oder Verwandten etwas basteln oder Bilder malen. Das legen wir dann vor die Haustür, klingeln und laufen schnell weg wie beim Klingelstreich. Ich finde, das sind sehr schöne Ideen und vielleicht haben ja einige von euch Lust, das nachzumachen in der Adventszeit. Jetzt nehme ich euch aber erstmal mit durch die Tür in die Brunnenkirche. Gott, wir sind gespannt. Du willst zu uns kommen. Wir warten und freuen uns darauf. Dieses Jahr ist so ganz anders. Aber du bist sowieso für Überraschungen gut. Wo du hinkommst, da verändert sich vieles. Was sich bei uns wohl verändert, wenn du kommst?
Wir sind gespannt und freuen uns auf dich. Amen. Kennt ihr Maria? Das junge Mädchen aus Nazareth, einer kleinen Stadt in Galiläa, dem heutigen Israel? Maria ist 14 Jahre alt und lebt noch bei ihren Eltern Anna und Joachim. Doch schon bald wird sie ihren Verlobten heiraten. Josef, den Zimmermann und Maurer, der auf Montage in Nazareth ist und wie einst auch König David aus Bethlehem stammt. Maria bekommt Besuch. Unerwartet. Überraschend. Maria, deine Tür steht weit offen. Darum bin ich einfach eingetreten. Ich verbeuge mich tief vor dir, denn Gott ist dir in diesen Tagen so nah wie sonst niemandem. Oh, was für ein Gruß! Mir scheint ein Bote Gottes, ein Engel ist zu mir gekommen. Fürchte dich nicht. Der zweite David, der die Menschen hüten wird, wie ein Hirte seine Schafe, der sie heilen wird von ihren Sorgen und Krankheiten, dieser Sohn Gottes soll geboren werden, als Mensch in einem Stall. Maria, Gott meint, du könntest seine gute Mutter sein. Ach ja, ich würde das Kind lieb haben und gut für es sorgen. Aber sag, wie kann das geschehen? Mach dir darüber keine Gedanken. Gott wird es fügen. Aber worüber ich grübele, wenn der Gottessohn als Menschenkind geboren wird, dann braucht er ja auch einen Menschenvater. Darüber mach du dir keine Gedanken. Ich rede mit Josef. Er wird zu mir und dem Kindlein stehen und ihm ein guter Menschenvater sein. Sag Gott einen Gruß von uns. Wenn er es wagt, seinen Sohn auf die Welt kommen zu lassen, dann vertrauen wir ihm und wagen es auch. Übrigens, deine Cousine Elisabeth ist ebenfalls schwanger. Wie schön, wer hätte das gedacht? Lange schon hat sie vergeblich auf ein Kind gewartet und ist darüber alt geworden. Elisabeth ist voller Freude und dankt Gott vom ganzen Herzen. Ich muss nun gehen, doch eins noch, Maria. Ihr sollt euer Kind Jesus nennen. Maria ist wieder allein. Sie denkt an Elisabeth. Da hält sie nichts mehr zu Hause. Eilig macht sie sich auf den Weg. Der Weg führt sie hinaus aus der Stadt. Maria sieht Unruhe und Gewalt auf den Straßen. Sie steigt in ein Gebirge hinauf, trifft auf Kranke und Bettler. Endlich ist sie am Ziel. Elisabeth und ihr Mann Zacharias begrüßen Maria herzlich. Maria, willkommen! Auch du erwartest ein Baby. Du wirst die Mutter des Retters sein, den Gott uns schickt. Mein Kind spürt es deutlich. Sieh doch, es hüpft vor Freude in meinem Bauch. Maria ist überwältigt. Da bricht es aus ihr heraus. Sie stimmt ein Lied an für Gott, der so Wunderbares mit ihr und der Welt vorhat. Ich preise dich, mein Gott, und ich freue mich. Obwohl ich gar nicht berühmt bin, hast du mich ausgewählt. Du machst mich groß. Mächtige und Stolze, die Unrecht tun, stürzt du vom Thron. Aber Hungrige werden bei dir satt. Ich preise dich, mein Gott, und ich freue mich. Gott ist gut für Überraschungen. Da warten wir auf den König der Ehren, den starken, mächtigen Herrn Zebaoth, von dem uns Ida und Fiete vorhin erzählt haben. Und was erzählt dann Gabriel, der Engel? Ein kleines Kind wächst in Maria heran und soll auf die Welt kommen als Retter? Wie soll denn das gehen? Ein neugeborenes Retter der Welt? Ach, wir haben uns das ganz anders gedacht. Aber Gott ist gut für Überraschungen. Darum sollten wir wohl umdenken und uns mit Maria auf das Kleine und Zarte und Hilfsbedürftige einstellen und uns darauf vorbereiten. Auf
das, was da auf die Welt kommen will, in ein paar Wochen. Euch Kindern fällt das gar nicht so schwer, denke ich. Ihr hattet eher eure Schwierigkeiten mit diesem Herrn Zebaoth. Wer ist das eigentlich, habt ihr gefragt. Da ist euch doch das kleine, zarte Kindlein in der Krippe sehr viel näher. Und eigentlich möchte ich genauso empfinden. Ich möchte mich nicht verlassen auf das Große und Mächtige, das Kleines niederhält und klein macht, sondern ich möchte glauben an das Zarte, an das Sanftmütige, das sich entfaltet und das größer wird und dadurch auch mächtig ist in unseren Herzen. Maria, wenn ich dich fragen könnte, was wünschst du dir für dein Kind, wenn es auf die Welt kommt? Würdest du dann vielleicht antworten, naja, eine Welt, vor der es nicht erschrickt, weil dort so viel Grobheit und Gleichgültigkeit herrschen. Ich wünsche ihm eine Welt, wo ihm Menschen begegnen, die fürsorglich sind und aufmerksam und respektvoll, die ihm Zärtlichkeit schenken. Weißt du, Maria, das wünsche ich deinem Kind auch und mit ihm allen Kindern in dieser Welt. Ich möchte dazu beitragen, wie du, in diesem Advent, in dieser Zeit, die gerade so schwierig für uns ist. Und dabei frohe Erwartung sein. Amen. Wir beten. Gott, ich freue mich auf Advent und Weihnachten. Lass die Lichter in Fenster und Türen stehen und lass es hell werden. Ich denke an die Kranken. Lass die Engel bei ihnen sein. Gib allen, die sie versorgen, viel Kraft. Lass uns gespannt sein und froher Erwartung. Du kommst in unser Leben und du stellst es auf den Kopf. Du rückst es zurecht. Wenn dadurch Freude und Friede in unsere Herzen einzögen, wir wären so froh. Alles, was uns bewegt, legen wir in die Worte deines Sohnes, der unterwegs zu uns ist. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Gott segne uns und behüte uns. Er öffne unsere Herzenstüren. Freude und Hoffnung ziehe ein. Er schenke Frieden uns und der ganzen Welt. Amen.